Hallo Leute, willkommen zurück zu Warptorio, wo ich fast überall die Module reingepackt habe. Wir brauchen hier oben noch etwas mehr. Die werden gerade produziert, weiter unten. Aber wie ihr sehen könnt, kommen da schon die blauen, die machen etwas Schaden. Aber ich denke, wir packen hier zusammen, denn in dieser Folge habe ich hier was vorbereitet. Wir brauchen das für die nächste Rüstung. Und mit der nächsten Rüstung möchte ich auch etwas Laserverteidigung drin haben. Vielleicht suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen, wo wir das machen können, bevor wir dann auf einem Planeten landen, wo wir dann vielleicht wieder etwas länger bleiben. Hier oben haben wir auch einige Produktion hier für die Flugrobotergestelle. Die möchte ich auch nach unten nehmen. Ich hätte eigentlich auch gerne den Schwefel unten, aber für Schwefel brauchen wir Wasser und Flüssiggas. Und ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Also, ich pack mal hier zusammen und dann ziehen wir weiter auf den nächsten Planeten. Wir sind hier auf einem Zwergplaneten gelandet. Nicht wirklich ein guter Planet für Ressourcen, aber wir wollten ja sowieso ein ruhiges Eckchen, wo wir uns vorbereiten können auf den nächsten Schritt. So, das Wasserloch ist zu. Dann können wir hier unsere Eisenplattform platzieren. Da oben Kupfer. Reichen. Haben wir irgendwo Kohle? Sehe ich nicht. Gut, dann schauen wir doch einfach mal, was wir hier so brauchen. Dann können wir die Rüstung austauschen. Und dann einmal das, einmal das. Und dann brauchen wir Laserverteidigung. Ich hätte auch gerne die besseren Module hier. Wahrscheinlich ein paar Leichtbahnteile. Brauche etwas Stahl. Stahl ist immer noch etwas Mangelware.
aber denke, wir kommen da hin, wenn ich jetzt noch denen nehme, dann fehlen mir nur noch Batterien. Batterien werden wir einige brauchen. Ja. Einmal. Dann den werden wir auch sicherlich irgendwo brauchen. Und für die brauchen wir Lasergeschütztürme. 5 für einen. Das heißt, ich brauche mehr Stahl. Ich brauche grüne Schallkreise. Die grünen, die haben wir hier. Und den Stahl holen wir uns von unten. Dann brauchen wir noch blaue. Zwei Stück. Ich hätte auch gern 2 solche Akkus, dafür brauche ich mehr Stahl. Und ich denke, es wird ein Weilchen dauern, bis wir hier all das haben, was ich möchte. Drum sehen wir doch einfach weiter, wenn ich voll ausgerüstet bin. Die Rüstung ist vervollständigt. Wie ihr sehen könnt, 2 Fusionsreaktoren, 3 Exoskeletons, 7x Laserverteidigung, etwas Batterie, ein guter Roboterhangar und dann denke ich, probieren wir das doch gleich mal hier auf diesem Planeten aus, wo, wenn es nicht funktioniert, es nicht so tragisch ist. Das sieht gut aus. Muss ich noch nur durch die Nester durchlaufen. Interessant wird es dann bei größeren Nestern und wenn so ein Wurm es dann tatsächlich mal schafft, mich anzuspucken. Aber ich denke, wir machen uns jetzt auf den Weg auf einen neuen Planeten, wo wir dann auch die nötigen Ressourcen haben. Hier noch ein bisschen wegforschen, wo wir die nötigen Ressourcen haben, dass wir auch eine längere Zeit bleiben können und vielleicht nicht so ein sandiger Boden, welcher abträglich ist für die Ausbreitung der Verschmutzung. Also, ich sehe euch nach ein paar Planetenwechseln. Das sieht nach einem Planeten aus, wo wir ein bisschen verweilen können. Drum lass uns doch einfach mal eine Runde drehen und schauen, was unsere neue Rüstung hier denn so bewirken kann.
ein kleines Nest. Interessant wird es dann effektiv bei den größeren. Hier haben wir doch etwas Wald auf dieser Seite, etwas Öl. Werden wir sicher irgendwann dann auch brauchen. Auch dieses Nest nicht wirklich groß. Der Trick hier ist immer in Bewegung bleiben und nicht unbedingt in einer geraden Linie laufen, denn da können dann die Spucker, die Würmer zielen und dich doch erwischen trotz Bewegung. Einfachsten ist es, wenn man hin und her läuft. Das Ganze funktioniert auch hoch und runter, aber ich finde das von der Tastatur her links und rechts ist einfacher. Weil komischerweise die Finger nebeneinander angeordnet sind und nicht übereinander. Hier so aus. Stellen wir vielleicht. Ja. Wir müssen da wahrscheinlich etwas weiter ausholen. Und wenn die Verschmutzung dann hier den äußeren Radius erreicht, können wir immer noch eine zweite Runde drehen. Für mich in erster Linie ist mal hier so das Gröbste zu beseitigen, dass wir zumindest initial mal etwas Ruhe haben, uns um die Forschung etc. zu kümmern. Und wenn wir das dann ins Reine gebracht haben, dann können wir hier weiterschauen. Ich denke, wir haben grundsätzlich gesehen, wie das funktioniert. Wenn wir nicht furchtbar große Nester finden, denke ich, sehen wir uns in der Base wieder. Mit der unmittelbaren Bedrohung aus dem Weg geräumt, ohne dass ich einen einzigen Schuss abgefeuert habe, können wir uns dem nächsten Problem widmen. Derzeit sind wir nichts am Forschen, denn an der Forschung, da hapert hier bei den gelben Fläschchen die Flugrobotergestelle. Darum möchte ich gerne dieses Setup hier in den Keller verlegen. Und dann ist das Einzige, was wir von hier oben dann noch brauchen, der Schwefel. Und den bekommen wir vielleicht. Muss es doch irgendwo eine. Das ist für eine extra Röhre.
Aber da muss es doch irgendwo auch noch was geben für, damit ich die Kisten, dass die zu Logistikkisten werden. Ich sehe es nicht, aber machen wir doch mal mit der Forschung weiter. Wir brauchen die. Er nicht. Ah, wir brauchen den hier für die Raketen. Und dann schauen wir. Runterbekommen. Mal die Elektromotoren. Dann die Flugrobotergestelle. Das hier nach oben. Platz. Brauchen wahrscheinlich wenig Motoren. Was sollen wir als nächstes machen? Ja, vielleicht diese extra. So. Flugroboter. Sehr schön. Die brauchen wir hier nicht. Batterien bräuchten wir noch. Batterien. Wo sind die? Da. Chemiefabrik. Kupfer, Eisen und Schwefelsäure. Schwefelsäure haben wir hier. Eisen liegt auch da rum. Mal schauen, ob ich hier noch Fabrik habe. Nein. Also da bauen wir eine.
bringen. Vielleicht einen Block höher. Stahl fehlt uns. Machen wir das doch einfach. Sollte das funktionieren? Ja. Wunderbar. Dann kann es ja nur noch an fehlenden Ressourcen liegen. Hier oben. Gas. Sieht so aus. Oben haben wir jetzt uns am Eisen. Elemente mehr. Dann können wir das hier nämlich auch alles einpacken. Die Batterien, die legen wir hier rein. Elektromotoren legen wir hier rein. Da rein. Okay. Und wieder einen Schritt mehr automatisiert. Müssen wir nur noch auf Forschung warten. Hier kann ich meinen Stein reinlegen. Und das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Denn das haben wir ja jetzt. Alles hier unten. Genau. Dann forschen wir doch. Die braucht 1000, 2000. Wer ist nur 30. Machen wir den.
Und dann, was brauchen wir für die? So eine Kiste. Okay, das ist durch. Dann machen wir hier den Energiefluss. Jetzt die Frage. Ja, da gehen Produktivitätsmodule rein. Ja, gehen wir doch gleich mal schauen, wo wir sonst doch. Ah! Genau, jetzt habe ich hier die Anbieterkisten. Mal rein. Wunderbar. Jetzt kann ich hier sagen, gib mir Schwefel 200. Ja. Eisen 100. Versuchen wir es nochmal. Schwefel. Wir können es auch 50 machen. Denn das füllt einfach die Kiste unten auf. Hier Schwefel anlegen. Sehr schön. Das heißt, wenn ich den jetzt noch umdrehe, hier sagen, ich hätte gerne die. Machen wir
Ja, noch eine Vergrößerung im Keller. Und da mache ich die. Weil dann bekommen wir alle Bauteile, die wir benötigen für eine Rakete, bekommen wir nach hier oben geliefert. Dann lass uns doch mal das Raketensilo forschen. Das braucht 1000 Fläschchen und ein bisschen Zeit. Aber dann können wir nächstes Mal beginnen, eine Rakete zu bauen und schauen, was für Forschungen wir da noch haben. Ich denke, wir sind bereits im Endspurt. Es ist nicht mehr allzu viel übrig. Hier hinter den Weltraumwissenschaftspaketen, da verbergen sich noch einige. Aber es sollte nicht allzu viel sein. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!